Hallo mal wieder und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video heute. Wir sprechen über Lost Ark und im Detail über die Sammel-Items, die es gibt. Und da sind ja doch schon eine ganze Menge parat. Warum das hier eine tolle Sache ist in diesem Game, wichtig ist für den Charakterfortschritt und für die Stärke vom Charakter auf lange Sicht betrachtet, das klären wir heute und wir sprechen darüber, wo ihr diese Sammel-Items findet und was sie euch unter anderem im Detail bringen. Nach dem Intro legen wir wie immer los. Als erstes erwähnen wir die wohl bekanntesten Sammel-Items, die Mokoko-Samen. Das sind so kleine Pflänzchen, die irgendwo auf dem Boden wachsen. Ihr werdet sehr schnell drauf treffen, wenn ihr euer Abenteuer startet in der Welt. Irgendwo in der Ecke wächst so ein kleines grünes Pflänzchen. Da müsst ihr hingehen, das abernten und dann habt ihr euren ersten Mokoko-Samen gesammelt. Meistens verstecken sich die Dinger irgendwo am Rande der Weltkarte bzw. in der Instanz, wo ihr gerade seid, irgendwo am Rand. Oder ihr müsst wo hochklettern, wo runterklettern oder sogar in das Dunkle von der Map gehen quasi. Da ist so ein unsichtbarer Durchgang und dann findet ihr dort eventuell sogar eine Schatztruhe und daneben so ein paar Mokoko-Samen. Je mehr Mokoko-Samen ihr findet, desto besser ist es natürlich, wenn ihr diese Mokoko-Samen gegen Belohnungen eintauscht. Bei den Belohnungen sind unter anderem Crewmitglieder für euer Schiff dabei. Die bringen unterschiedliche Boni mit, die euch bei bestimmten Aufgaben oder Missionen, Aufträgen behilflich sind. Zudem bekommt ihr Titel, Sammelkarten für euer Sammelkartendeck, was ja auch eure Stats beeinflusst, je nachdem, welche Sammelkarten ihr in eurem Deck kombiniert. Zudem gibt es auch permanente Boni auf die Charakterwerte durch Tränke, zum Beispiel eine bestimmte Anzahl an Stärkepunkten und so weiter und so fort. Das wird euch jetzt noch häufiger begegnen, was wir heute hier im Video behandeln. Wo könnt ihr die Dinger aber eintauschen? Das ist bei einem NPC auf der Schildkröteninsel, so habe ich es jetzt zumindest mal übersetzt. Die Insel nennt sich jetzt im Englischen zumindest in der Übersetzung in Anführungszeichen Tortoise. Und zwar ist das im Genauen im Mokoko-Dorf, ne, was den Pflänzchen seinen Namen gibt. Das nächste Sammel-Item sind die Meisterwerke. Die bekommt ihr nicht, weil ihr sie irgendwie direkt finden müsst, sondern ihr bekommt sie meistens als Nebenbelohnungen. Zum Beispiel, wenn ihr Aktivitäten für euer Abenteuerbuch macht, da im Abenteuerbuch was auf 100% bekommt, bekommt ihr das als Belohnung dazu. Zudem gibt es Questlinien, die euch diese Meisterwerke geben, aber auch das Sammeln von Riesenherzen bzw. das Abgeben von Riesenherzen. Dazu kommen wir im nächsten Punkt dann gleich. Das gibt euch unter anderem Meisterwerke. Es gibt viele Wege, an die zu kommen. Deswegen ist das eine ziemlich lange Liste. Belohnungen sind, wenn man diese Meisterwerke eintauscht, unter anderem Sammelkarten, wiederum fürs Sammelkartendeck, permanente Boni auf die Charakterwerte, wie eben auch schon erwähnt, bei den Mokoko-Samen. Emotes könnt ihr bekommen und Kisten mit Goldmünzen, die man ja definitiv immer gebrauchen kann. Meisterwerke könnt ihr auf der Sonnenblumeninsel eintauschen. Im Hintergrund seht ihr mit Sicherheit kurz auf der Weltkarte, wo die sich befindet. Wie schon gerade eben angekündigt, kommen wir jetzt zur dritten Sammel-Item-Klasse, nämlich die Riesenherzen, Giant Hearts. Die bekommt man durch sehr unterschiedliche Aktivitäten. Unter anderem gibt es die als Belohnung, wenn man Beziehungen mit den NPCs aufbaut. Des Weiteren bekommt ihr Riesenherzen über Questlinien, aber auch beim Erreichen von bestimmten Levels im Turm. Diese Riesenherzen sind wirklich wertvoll, denn wenn ihr die eintauscht gegen Belohnungen, bekommt ihr dort hauptsächlich Tränke, die eben diese permanenten Charakterwerte, Boni, geben für euch, zum Beispiel Agilität, Stärke, Weisheit, solche Sachen. Aber ihr bekommt auch Tränke, die euch zusätzliche Skillpunkte geben, damit ihr mehr Punkte in eure Skills verteilen könnt und das Tripod-System natürlich weiter ausbauen könnt mit eurer Klasse. Die Riesenherzen lassen sich auf der Insel Rune Liar, also zumindest auf Englisch, könnte man jetzt als Runenschwindler übersetzen, ganz frei, aber wie die heißt, werden wir dann zu Release noch erfahren. Ihr seht es auf jeden Fall im Hintergrund ganz grob, wo sich diese Insel befindet und dort ist der NPC, wo ihr die Riesenherzen eintauschen könnt. Als nächstes hätten wir die Inselherzen oder Insel-Tokens. Wie bei allen Sammelgegenständen jetzt in diesem Video kann es sein, dass die ein bisschen anders heißen, aber ich denke, ihr seht im Hintergrund, worauf es dann hinausgeht zu Release jetzt hier bei uns im Westen. Diese Sammelgegenstände
bekommt ihr durch Aktivitäten hauptsächlich auf Inseln, wie der Name schon sagt. Häufig sind das tägliche oder auch einmalige Quests, die ihr auf verschiedenen Inseln finden könnt. Ebenso bekommt ihr diese Tokens zufällig durch das Töten von bestimmten Monstern in bestimmten Zonen oder auch durch PvP in bestimmten Zonen als RNG-Drop. Wenn ihr diese Inselherzen bzw. Inseltokens eintauscht gegen Belohnungen, bekommt ihr da unter anderem ein Schildkrötenreittier, Meisterwerke, die wir ja schon erwähnt haben als Sammelitems, dann Seeabenteuerkarten, Emotes, Skillpunkte und Charakterwerte, Boni, die permanent sind. Diese Inselherzen lassen sich auf der Afaris-Insel eintauschen. Mal gucken, wie sie zu Release bei uns im Westen heißt. Im Hintergrund seht ihr natürlich wieder, wo das ist. Das fünfte Sammelitem in Lost Ark sind die Ignea-Tokens, könnten aber auch anders heißen wieder mal. Diese Sammeltokens bekommt man, wenn man Zonen auf 100% bekommt. Also da sind natürlich vor allem die Sachen im Abenteuerbuch relevant, also Quests und Nebenquests in einer Zone abzuschließen, dort 100% für das Abenteuerbuch insgesamt zu erreichen mit allen Aktivitäten, die es da so aufgelistet gibt. Und wenn ihr das schafft, bekommt ihr für jede Zone diese Tokens als Belohnung. Wenn ihr die eintauscht, dann bekommt ihr unterschiedliche Belohnungen. Highlights sind zum Beispiel ein Reittier, wieder ein spezielles Skill-Runen, was ihr dann in eure Skill-Slots reinslotten könnt. Diese Skill-Runen beeinflussen und verändern bzw. verbessern eure Skills, die ihr gerne nutzt, ein bisschen, heben irgendeinen Prozentsatz an oder geben einen zusätzlichen Effekt dazu zum Beispiel. Das ist eine sehr tolle Sache auch in Lost Ark. Zudem bekommt ihr wiederum Charakterwerte, Boni und auch Sammelkarten. Den Händler, wo ihr diese Ignea-Tokens eintauschen könnt, den findet ihr in der ersten Stadt Prideholm. Ich weiß gerade auch nicht mehr, wie sie jetzt auf Deutsch heißt. In der Taverne ist auf jeden Fall die erste größere normale Stadt, wo man hier ankommt bei der Story, wenn man loslegt mit seinem Charakter. Als nächstes hätten wir die Meeresabenteuer-Tokens. Die bekommt ihr unter anderem als Belohnungen zum Beispiel für diese Inselherzen beim Abgeben, wie vorhin schon erwähnt. Also das sind dann solche Karten, wie auch schon, wenn ihr normal in PvE-Zonen unterwegs seid. Und dann könnt ihr ja diese in eurem Inventar mit dem Rechtsklick anklicken und dann seht ihr auf der Karte so ein X markiert, wie so eine Schatzkarte. Und genau das Gleiche ist das hier, nur eben auf dem Meer. Und ihr seid mit eurem Schiff unterwegs und seht dann so einen Umriss und seht, da müsst ihr hin, um dort einen Schatz zu bergen sozusagen, und dann könnt ihr dort Sachen abstauben, die euch diese Meeresabenteuer-Tokens geben. Wenn ihr diesen genauen Standort gefunden habt, das sollte nicht allzu schwer sein, wenn ihr euch die Weltkarte anguckt, wenn ihr auf hoher See seid, und diese Sachen könnt ihr dann natürlich wiederum eintauschen, und zwar gegen vor allem üppige Schilling- bzw. Silberbelohnungen, die normale Währung jetzt in Lost Ark. Dann bekommt ihr unter anderem auch neue Crewmitglieder, Meisterwerke, wie schon mal erwähnt, und weitere ziemlich nützliche Goodies sind ebenfalls dabei. Der Händler befindet sich jetzt nicht auf irgendeiner Insel oder in irgendeiner Zone, sondern er treibt auf dem Meer auf einem Schiff. Das ist das Cruise Ship namens Paradise Waves. Ihr seht das jetzt auch hinten auf der Karte, wo ich euch das mit Sicherheit einblende, damit ihr auch wisst, wenn ihr in der deutschen Version guckt, wo das Ding ist. Wenn ihr dorthin fahrt mit eurem Schiff, dann könnt ihr dort einen NPC finden, wo ihr diese Meeresabenteuer-Tokens eintauschen könnt. Kommen wir zum vorletzten Sammel-Item, nämlich die Weltenbaumblätter. Das ist ein Sammelgegenstand, den ihr durch zufällige Beute bekommt, wenn ihr Ressourcen abbaut. Also alle Formen von Ressourcen. Ob ihr jetzt Blümchen pflückt, Holz hackt, Erze abbaut oder Archäologie macht und so weiter. Ihr habt immer beim Abernten eine kleine Chance, diese Weltenbaumblätter als Nebenprodukt quasi zu erhalten. Und die sind sehr stark, was die Belohnungen angeht in Bezug auf die Sammelberufe, denn ihr bekommt hier hauptsächlich Sachen, die sich eben für Sammler und Crafter lohnen. Ein Händler für die Blätter gibt es jetzt aber in diesem Fall eigentlich in jeder größeren Stadt, wie zum Beispiel Lutheran. Also jede größere Stadt, da findet ihr einen NPC, wo ihr diese Weltenbaumblätter eintauschen könnt und die Belohnung dafür bekommen könnt. Die letzten Sammel-Items, die können sich im Namen auch wieder stark unterscheiden, werden aber auch zum restlichen Start hier bei uns nicht mit drin sein, weil das Tier 3 Content ist. Also so sieht es zumindest aus, meinen Infos zufolge. Das sind die Omnium- oder Orpheus-Sterne.
oder Orpheus-Sterne, wie ihr es ja auch immer jetzt aussprechen wollt, die bekommt ihr unter anderem durch Beziehungen zu bestimmten NPCs, durch bestimmte Quests, aber auch durch Weltenbosse, die ja zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten auftauchen. Glücklicherweise könnt ihr das in Lost Ark alles sehr schön herausfinden, durch bestimmte Menüs, wo gezeigt wird, wo welcher Weltenboss zu welcher Zeit etwa auftaucht. Das ist eine ganz gute Sache. Die Belohnungen, wenn man diese Omnium- oder Orpheus-Sterne eintauscht, sind permanente Charakterwerte, Boni, Skill-Runen und zusätzliche Skill-Punkte. Also hier haben wir auch wieder Sammel-Items, die sich extrem lohnen, weil ihr das für euren Charakter, für euren PvE-Fortschritt auf jeden Fall sehr, sehr gut gebrauchen könnt. Gerade wenn ihr diese Endgame-Sachen macht, dann sind diese permanenten passiven Boni immer eine ganz super Sache. Eintauschen könnt ihr diese Sammel-Items in Papunica in Nia Village, um genauer zu sein. Da wir gerade auch das erwähnt haben, eine ziemlich gute bzw. die beste Seite, die ich jetzt dazu gefunden habe, um sich darüber zu informieren, was wir jetzt hier in diesem Video gesprochen haben, ist papunica.com. Dort ist im Menüpunkt Collectibles aufgelistet, welche Collectibles, also welche Sammel-Items es gibt. Und wenn ihr dort euch reinklickt in das jeweilige Sammel-Item, findet ihr genau aufgelistet, was ihr dafür tun müsst, wo ihr das findet und wo ihr die Sachen gegen Belohnungen eintauschen könnt. Deswegen euch sehr zu empfehlen, schaut gern unten in der Videobeschreibung rein. Da gibt es einen Link mit Sicherheit direkt zu papunica.com. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt heute wieder einiges dazugelernt, was Lost Ark angeht, und hoffe, wir sehen uns bei einem nächsten Video auch bald wieder. Danke, dass ihr reingeschaltet habt und bis hierher dabei geblieben seid. Lasst gern ein Like und ein Abo da, falls es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen. Und ansonsten sage ich, macht es gut und auf Wiedersehen.